Muss ich denn dafür zum Notar gehen für ein Testament? Also ich muss natürlich nicht zum Notar gehen, um es gleich mal vorwegzunehmen. Ein handschriftliches Testament, wenn es den Formerfordernissen entspricht, ist wirksam und das, was da drin steht, ist dann eben auch bindend. Ja? Was heißt Formerfordernis? Vielleicht mal ganz kurz. Kommen wir gleich drauf. Es muss von Hand geschrieben sein, also handschriftlich. Der Text handschriftlich und handschriftlich unterschrieben. Das heißt also schriftlich, also eine Unterschrift vom Erblasser, von dem der verstirbt, der testiert. Ja, es reicht nicht aus, dass ich zum Beispiel am Computer was geschrieben habe, dann unterschreibe ich das. Es reicht nicht aus, wenn es eine andere Person geschrieben hat, die ich unterschreibe, dass ich muss es selbst geschrieben haben und auch unterschrieben haben. Sinnvollerweise noch ein Datum, brauche ich aber nicht, aber wäre nicht schlecht. Damit man weiß, wann da war das ungefähr, wie ist das zustande gekommen.